Hallo, heute möchten wir euch gerne mitnehmen in die Palmenoase San Ignacio mit seinen zwei zauberhaften Stellplätzen. Von hier aus besichtigen wir die circa 10.000 Jahre alten Höhlenmalereien El Raton in San Francisco de la Sierra, die 1993 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt worden sind. Schon die Fahrt dorthin durch die kakteenbewachsene Canyonlandschaft des Biosphärenreservates El Vizcaíno war ein Erlebnis. Schön, dass ihr dabei seid und alles Gute! Es war eine Oasenstadt wie aus dem Bilderbuch, San Ignacio, geprägt von spanischer Kolonialarchitektur mit Kirche und wenig Tourismus. Unser Platz für die Weihnachtsfeiertage. Hier lebten frei laufende Pferde. Und hier Esel. Und Schneemänner waren hier ein beliebtes Weihnachtsdeko. Mexikanische Buñuelos mit Zimt und Zucker als Weihnachtsgebäck.
großer Polizeieinsatz mit Feuerwehr, der durchs ganze Dorf ging. Zu Weihnachten waren hier die Schmetterlinge aktiv. Ein Monarchfalter. Der Sendemast am Friedhof. Hotelanlage mit Lebensmittelladen. Und der anliegende beschilderte Kakteengarten der Kirche. Wir probierten diese Datteln. Sie schmeckten anders als die getrockneten und weniger süß. Im Dorf hatten wir zuvor einen dort gebackenen Dattelkuchen gekauft.
Wir verließen diesen zauberhaften Ort, um uns die Höhlenmalereien El Raton in San Francisco de la Sierra anzusehen, deren Alter auf ca. 10.000 Jahre geschätzt wird. Sie sind unglaublich gut erhalten und wurden 1993 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Schon alleine die Fahrt dorthin war ein Erlebnis. Für die Besichtigung bedarf es einer Genehmigung der staatlichen Behörde INAH und eines Führers, ohne den die Höhle nicht besichtigt werden darf. Wir waren die einzigen Besucher. Wo sonst gibt es das? Wir stehen auf dem Parkplatz der staatlichen Genehmigungsbehörde. Und werden von allen herzlich willkommen geheißen. Der Höhleneingang liegt ca. 1,5 Kilometer entfernt. Und die Rückfahrt nach San Ignacio war erneut ein Landschaftserlebnis. Thank you.
Und hier sind wir an unserem zweiten paradiesischen Stellplatz in San Ignacio angekommen, direkt am Oasensee. Close your eyes for a minute, close your eyes for a second, I won't change my mind. What is getting deep now? What is getting deep now? Follow me around, yeah. Can you let me down? Please don't let me down. Yeah, 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 yeah. Baby, let me down. Es gab frische Datteln, selbst gesucht, und eine traumhafte Kajakfahrt im Oasensee. Weiter führte uns die Carretera Transpeninsula, also die Straße Nummer 1, durch das Biosphärenreservat El Vizcaino nach Osten, wieder an den Golf von Kalifornien. Hier schauten wir uns die Mangrovenbucht San Lucas Cap an. Thank you.
Sonnenuntergang. Sonnenaufgang. Rotkopfgeier. Wir fahren weiter durch das Biosphärenreservat Elvis Kainu in die Oasenstadt Mulegé mit der dortigen Mission Santa Rosalia de Mulegé. In der Purificadora füllen wir Trinkwasser auf. Blühende Opuntia. Fregattvögel. Fischschreier. So, das war's für diesmal.
Schön, dass ihr dabei wart. Und wenn euch der Film gefallen hat, abonniert gerne unseren Kanal. Beim nächsten Mal möchten wir euch gerne mitnehmen an die Playa El Requesón im Golf von Kalifornien, die ihr im Hintergrund bereits sehen könnt. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute!